sind im vorderen Tabellendrittel zu finden, die Union St. Florian, dann überraschend auf Platz 2 die Welser Mannschaft und auch der FC Blau-Weiß Linz mit Ambitionen, die Tabellenführung zu übernehmen. Ob das geklappt hat und wie das Spiel gegen die Amateure von Sturm Graz verlaufen ist, können wir uns jetzt anschauen. In der Gedenkminute für den verstorbenen Günter Beyer begann die Begegnung des FC Blau-Weiß Linz und der Amateure des SK Sturm Graz im Donaupark. Ja, wir müssen heute zwei Spieler vorgeben. Davon ist einer Ramakic, der doch bei uns der Topscorer ist. Und an dem wird es halt liegen, ob es uns gelingt, dass wir Ramakic ersetzen können im Sturm und dass wir eben das eine oder andere Tor schießen, damit der Sieg drinnen ist. Der erst 16-jährige Harrison Kennedy kommt in dieser Begegnung erstmals von Beginn an zum Einsatz und soll im Sturm die Rolle des gesperrten Ramakic so gut als möglich übernehmen. Die Entschlossenheit und der Siegeswille der Hausherren nach der 0:1-Niederlage in Voitsberg sind deutlich sichtbar. Die Linzer übernehmen von der ersten Minute an die Initiative. Bei diesem Freistoß der Grazer in Minute 15 ist es Christoph Leitgeb, der den Ball zentimetergenau unter die Querlatte setzt und Torhüter Schartner somit keine Chance lässt. 1:0 für die Amateure des SK Sturm Graz. 10 Minuten später ein Eckstoß der Blau-Weißen und Alpa Sivritskaya stellt per Kopf auf 1:1. Auch wenn die Mannen von Trainer Blutschmidt wesentlich mehr Ideenreichtum spielen und für die Attraktivität in dieser Begegnung sorgen, haben die Grazer das glücklichere Ende auf ihrer Seite. Hier ist es abermals Christoph Leitgeb, der aus einer der wenigen Chancen der Gäste ein Tor für die Sturmamateure erzielt. Somit steht es 2:1 für die Grazer. Nicht einmal eine Minute später zirkelt Leitgeb den Ball ein weiteres Mal nur um Zentimeter am Tor vorbei. Es bleibt aber beim Pausenstand von 2:1 für die Gäste. Auch den Beginn der zweiten Spielhälfte bestimmen ganz klar die Hausherren. An der Verwertung der herausgespielten Chancen mangelt es jedoch noch. Die Quote der Chancenauswertung liegt bei den Grazern um ein Vielfaches höher, denn auch dieser Pass auf Pjeric kommt an und nachdem Schartner die Flanke nicht unter Kontrolle bringen kann, erhöht Kinzel auf 3:1. Trotz einiger Proteste auf Seiten der Blau-Weiß-Fans ein regulärer Treffer. Trotz guter Ideen werden die Hausherren nicht belohnt. Harrison Kennedy setzt abermals Initiativen, trifft nur die Querlatte und somit bleibt es beim 3:1. Ganz anders auf Seiten der Grazer. Diesmal ist es Diego Rottensteiner, der auf der linken Seite durchgeht, Torhüter Schartner gefühlvoll überhebt und somit den Endstand von 4:1 für die Amateure des SK Sturm Graz erzielt. Ein unglückliches 0:1 wieder, dann Ausgleich. Dann haben wir super Chancen herausgespielt, leider nicht verwertet und Sturm Graz war sehr clever und haben eiskalt die Chancen genutzt, was sie gekriegt haben. Sieg geht in Ordnung, muss ich sagen, wer nicht trifft, kann auch nicht punkten. Gespielt haben wir und die haben die Tore geschossen. Ne? Beim Stand von 3:1 haben wir zweimal auf die Stangen geschossen, das leere Tor nicht getroffen und im Gegenstoß haben wir immer das Tor gekriegt. Ne? Und solche Spiele gibt es. Wir haben natürlich zwei gesperrte Spieler gehabt, die wir nicht ersetzen können, das habe ich gewusst, das wird nicht leicht sein. Und es ist leider Gottes eingetroffen, meine Befürchtungen. Und jetzt müssen wir halt wieder weiterarbeiten und schauen für nächste Woche. Eine bittere Niederlage.